Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar SteelTrader Helpdesk mit Dirk Hilger. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich mal wieder hier zu sein im Helpdesk-Webinar und begrüße Sie im Namen von FXLet. Der Dirk ist auch gut drauf heute, freut sich auch wunderbar. Kann ja nichts schief gehen heute. Ja, jetzt hast du mich da wieder rausgebracht. Wunderbar. Dann Ja, was machen soll wir das machen? Freestyle weiter, und zwar der Risikohinweis. Den müssen wir natürlich trotzdem besprechen. Ja, wie immer dient dieses Seminar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig vom heutigen Inhalt, und dürfen dieses Event bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja. Gut, ja, das Webinar ist wie immer für Sie gedacht. Das heißt, Ihre Aktivität ist erwünscht und Sie können sehr gerne im Chat Ihre Fragen stellen. Ich habe schon gesehen, die eine andere oder andere Frage ist schon online. Ich habe vorab die Frage, die ich bekommen habe, auch an den Dirk geschickt, waren jetzt nicht so viele. Und deswegen wollen wir mal starten und ich übertrage sehr gerne den Bildschirm. Du hast Und Fragen zu mir geschickt, glaube ich nicht. Ich habe nichts gesehen. Kann gar nicht immer sein. die gleiche Ausrede. Das ist ja Ja, nee. unglaublich. Jetzt ohne Flaggsound, den hast du aber wirklich gerade erst geschickt, oder? Nein, gerade nicht heute Nachmittag. Aber dein Glück ist, ich kenne sie auswendig. Also von daher. Nachmittag ist ja gerade. Also im Bildschirm musste ich hier noch einen Moment geduldigen, ja. Also irgendwie will hier der komische MetaTrader auf dem Mac, der will nicht zugeben, weiß der Geier warum, den muss ich mal gerade abschießen. Gucken, ob das Ja, gelingt. Dauert noch einen Moment. es So. hat sich nichts geändert seit meiner Nee, Abwesenheit. Das ist doch nee. schön. Obwohl, ich muss sagen, musst du mal den Wolfgang fragen, ne? Das hat echt das super gelaufen immer. Ich glaube, also ich meine, ich will es jetzt nicht beschwören, aber das wäre jetzt auch nicht ganz auszuschließen, dass es vielleicht auch damit zu tun hat. Okay, puh, das ist schnell geändert. Dann wechseln wir den Referenten. Na gut, ist. Der Wolfgang hat letztes Mal, nee, das darf ich ja nicht sagen, er hat nicht verschlafen. Wir haben das ja dann auch nochmal richtig stellen können. So, jetzt keine Ahnung, ey, was hier mit meiner Kamera und meinem Licht heute los ist. Jetzt habe ich noch eine andere Angel. Pass auf, jetzt wird es richtig rosa. Pass mal auf, ich mache jetzt einfach mal Bild und da darfst du jetzt einmal lachen. Das sieht nämlich richtig klasse aus. Pass auf. Ich habe gar kein Bild. Oh Mann, es wird immer besser hier. Ja, ein Bild wäre super. Ja, ich kriege hier keinen. Ah, da, Moment. Ah, also mich gibt es heute. Jetzt wieder schon wieder den hier. Sag mal, das Ding macht mich ja heute irre. So, jetzt pass auf. Und ich in rosa, oder? Ja, ist doch schick, passt doch zu dir. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Egal, welche Lampe ich anmache, es ist alles rosa. So, gut. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall die ersten 6 Minuten schon um. Dann am besten auch keine neuen Fragen mehr. Sonst wären wir nicht fertig. Moment, eine Sekunde gerade. Ich muss hier gerade nämlich mal das Fensterchen aufmachen und dann geht es auch quasi schon los. So, ich muss mich da echt entschuldigen. Ich war heute irgendwie ein bisschen spät an. So, jetzt haben wir es aber, ne? So, wunderbar. Falls ich noch da sein sollte und mich nicht selber hier schon abgeschossen habe, sage ich an der Stelle dann hallo und herzlich willkommen hier heute zum Helpdesk-Webinar. Der Nelson hat ja schon ein bisschen gesagt, wie das läuft, für die das hier vielleicht zum ersten Mal machen, das also hier rein interaktiv, hört auf zu lästern hier. Ich sehe ja hier die Nachrichten, hier wird natürlich gelästert. Rein interaktiv, das heißt, Fragen, die reinkommen, werde ich versuchen, möglichst auch hier zu beantworten. Wird nicht bei allen gelingen, bei denen, wo es halt machbar ist, werden wir das natürlich auch versuchen, beziehungsweise werde ich halt auch dann darauf eingehen und dann halt entsprechend versuchen, das auch hier zu beantworten. So. Alright, so, ich gucke mal hier rein. Also stehen halt bis jetzt nur, fast nur. Auch ein paar nette sind dabei, aber halt so
Sprüche, ne? So, einmal mit Profis arbeiten und so weiter und so fort. So, aber sehr schön, Nelson. So, jetzt auch nochmal Spaß beiseite, dass du dann auch wieder da bist. Freue ich mich natürlich. Und heute war wirklich, also Asche auf mein Haupt. Ja, ich war heute etwas verpeilt. Was kann man die Technik nicht vorher testen? Ja, wenn man vorher nicht schläft, bis um 17:45 schafft man das, ne? Wenn aber man mal verpennt und aus 20 Minuten Powernap dann plötzlich irgendwie 50 geworden sind, dann hat man ein Problem. So, I'm not a machine. Gut, also dann schieß mal los, Nelson, mit den Ja, Fragen. das waren, ich sag mal, ich denke mal, relativ zwei kleine Fragen. Einmal bezog es sich um die Trade-BE-Linie. Kannst du einmal ganz kurz nochmal zusammenfassen, was diese Linie ist? Und ist das bezogen nur auf den aktuellen Trade oder auf den gesamten Trading-Tag? Das waren so tatsächlich, kamen dazu mehrere Fragen. Ja, also die Trade-BE-Linie ist immer nur bezogen auf den aktuellen Trade. Guck mal, das ist passenderweise jetzt auch hier in Pink. Guck mal, es passt richtig gut zusammen alles heute. Das ist immer nur bezogen auf den aktuellen Trade. Wenn wir hier zum Beispiel, wenn ich halt eine Position aufmache, beziehungsweise vor allen Dingen, wenn ich halt mehrere Positionen wie jetzt hier aufmache, dafür ist die hauptsächlich gedacht. Und vor allen Dingen, wenn es halt um Teilschließungen geht, mal gucken, ob der jetzt hier oben drüber kommt. Dann würde man das halt auch relativ schnell erkennen. So, das heißt, ich habe hier zwei Positionen und habe jetzt eine zugemacht. Und das heißt, ich war hier eigentlich ursprünglich mit, machen wir nochmal einen, vielleicht gelingt es ja nochmal eine Runde da oben drüber. Und das heißt, die Definition von einem Trade im Stair Trader ist ja immer die, ein Trade beginnt mit dem Öffnen der ersten Position und endet mit dem Schließen der letzten. So, und alles, was dazwischen ist, sind nur Positionen und wird zu dem ganzen Trade dazugerechnet. So, und das heißt, könnte man natürlich auch manuell machen, aber das ist ja genau das Ding. Das sind ja gerade, wenn man halt Positionen macht, sei es jetzt im Scalping oder halt auch, wenn man einen Swing Trade macht, wo man immer wieder mal Teilpositionen auflöst oder halt auch welche dazu gibt, ist das natürlich ein irrer Rechenaufwand, wenn man irgendwann gar nicht mehr weiß, wo man denn überhaupt steht, beziehungsweise man kriegt dann zwar vielleicht noch zusammen, was man dann halt als Beispiel insgesamt, wo man halt monetär steht, aber um dann rauszufinden, wo eigentlich mein Break-Even ist, also inklusive aller Teilpositionen, das ist dann eine ziemlich horrende Rechnerei. Und das macht der Stair Trader halt von selbst. Wie man sieht, wandert jetzt hier diese BE-Linie, ne? Das ist ja die Voreinstellung. Das heißt, dass die hier nur so in klein dargestellt ist. Die liegt jetzt nämlich plötzlich unter meinem Entry. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel hier den Stop hinsetze und dann geht der gesamte Trade, wenn ich jetzt als Beispiel ausgestoppt würde, dann geht der gesamte Trade, geht entsprechend hier erst mit Break-Even raus. Also unterhalb dem Entry. Das liegt einfach daran, dass ich halt hier jetzt schon Teile aufgelöst habe. Das heißt, löse ich jetzt noch weiter auf, sieht man, da rutscht die immer weiter runter, weil die realisierten Gewinne und/oder Verluste halt hier mitgerechnet werden. Das ist die Trade-BE-Linie und die läuft so lange, bis ich halt entsprechend flat bin. So, und ich kann auch hier, das kann man ja auch nochmal gerade dann dazu packen, hier oben ist halt die entsprechende Anzeige, ne? Also hier Trade Break-Even. Hier sieht man es ja, also das ist die Trade PL, das heißt also alles inklusive aller Teilauflösungen ist hier mitgerechnet, liegt bezogen auf die ursprüngliche Position, die ja ein Kontrakt war, 24 Punkte vorne, obwohl das, was jetzt im Pool drin ist, also das, was noch auf ist, ne, das sieht man dann auch entsprechend hier unten. So, das ist das, was noch auf ist, die liegt jetzt bei 3 Euro irgendwas, das ändert sich ja permanent. Ne? Die liegt also dort natürlich deutlich darunter. Sieht man ja auch hier, kommt der Geschichte ja auch näher. Aber der gesamte Trade wird entsprechend halt so gerechnet. So, jetzt kann ich das entweder hier machen mit dieser kleinen, indem ich es hier in klein anzeigen lasse, oder ich kann es halt auch umschalten, einfach hiermit. Und dann sieht man, dann verschwindet die BE-Linie. Und dann wird der Break-Even hier als solches dann so dargestellt. Ne? So als wäre ich hier quasi reingegangen. Bin ich ja nicht. Ich bin ja hier oben irgendwo reingegangen. Also hier
sieht man es ja, da ist war ja mein ursprünglicher Entry. Und das ist so ein psychologisches Ding halt, ne? Weil halt, obwohl jetzt meine Position, ne, wie man es ja hier jetzt gerade schön sieht, die noch auf ist, die läuft ins Minus, mein gesamter Trade ist aber ein Plus, weil halt entsprechend die ganzen Teilauflösungen mit drin sind. Ja, und so kann man das so ein bisschen besser managen. Vor allen Dingen dann, wenn man zum Beispiel später in Trade reingekommen ist, ne, und jetzt halt sagt, boah, da unten, wenn ich da long gegangen wäre, das wäre natürlich super gewesen. Das kann man ja quasi simulieren, indem ich hier einfach weitere Teile auflöse. Ja, und zack, und schon bin ich da unten reingegangen. So. Ja, rechnerisch. So, das ist halt diese Trade BE-Kalkulation. Weil im Endeffekt ist es ja auch nur das Einzige, was mich interessiert. Was bringt die ganze Geschichte, bis ich halt flat bin? Ne? Weil ich kann natürlich auch umgekehrt dazwischen halt entsprechend ja halt auch genauso Fehler machen. Ja, irgendwie halt mal zu viel kaufen und dann halt schaffe ich es natürlich auch, mein Break-Even darüber zu bewegen, ganz klar. Und so behält man einfach den wesentlich besseren Überblick über den gesamten Trade. So, und sobald ich halt jetzt hier flat gehe, wie auch immer, sei es jetzt werde ausgestoppt oder halt ich schließe einfach die Position und dann sieht man, ist die Berechnung halt entsprechend auch weg. Ne? So, das ist die Trade-BE-Geschichte. Gut. Gut, die andere Frage war, Töne im Stereo Trader, die akustischen Signale, würden nicht funktionieren. Kannst du was Bitte an dazu sagen? MetaQuotes wenden, liegt am MetaTrader. Ist ganz eindeutig ein Bug im MetaTrader. Kann der Stereo-Trader nichts dafür, der kann nicht mehr sagen, als gib mir einen Ton. Wenn der MetaTrader ihn nicht ausgibt, dann gibt er ihn nicht aus. Liegt leider nicht am Stereo-Trader, sonst wäre es schon behoben. Ich meine, dass das ja eigentlich keine große Sache ist. Also ich weiß Okay. jetzt wirklich nicht, wie es in der aktuellen Version ist. Ne? Also mit dem letzten Bild habe ich jetzt wirklich noch nicht überprüft. Da kommen ja momentan irgendwie gefühlt täglich Updates raus. Weil es gab ja eine Version von MetaTrader, die war ja Katastrophe, die 2860. Und seither kommen da tatsächlich irgendwie, also teilweise wirklich jeden Tag, neue Zwischenversionen raus. Und da kann ich gar nicht sagen, wie das im Moment aussieht. Aber hier hat gerade der Reinhard hat gerade geschrieben, die Probleme mit dem MT5 in 2885 sollten behoben sein. Bei mir läuft es im Augenblick einwandfrei. Kannst du, Reinhard, da auch bestätigen, ob das mit dem Ton auch behoben ist? Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Wir kommen hier teilweise wirklich gar nicht mehr hinterher mit Installieren von neuen Versionen. Und weil, ja, scheint also behoben, schreibt hier gerade der Ralf. Ja, also scheint dann halt demnächst auch vom Tisch zu sein. Oh, der Das Reinhard hört schreibt sich. nein. Leider nein. Ja, das müssen wir Okay. dann wohl nochmal prüfen. Ne, Ton noch nicht behoben, kommt hier gerade von mehreren. Okay. Also wie Gut, dann gesagt. wissen, haben wir das festgehalten. Ja. Dann darfst du dich im Chat gerne austoben. Da ist ja gar nichts mehr. Sind wir schon fertig? Nicht ganz. Also, aber generell vielleicht mal ein Wort dazu. Ne? Also wir haben halt wirklich, also das MetaTrader-Build mit der Nummer, also hier oben sieht man das ja, das kann man ja selber überprüfen. Wenn man Windows 10 hat, muss man dazu sagen, Windows 10, und dann, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es hier aufmachen darf, da könnte jetzt ein anderer Broker stehen, aber wenn man dann hier auf About geht und dann sieht man dort entsprechend die Bildnummer, ne, also die letzte Konstruktionsnummer vom MetaTrader. Und wenn dort eine 2860 drin steht und man Windows 10 hat, dann erklärt das, warum komische Sachen passieren. Also wenn man die Möglichkeit hat, wenn man weiß, wie es geht, auf eine alte Version zu wechseln, sollte man das tun. Ansonsten, wenn ihr damit wirklich Probleme habt, wendet euch dann ruhig an uns oder halt eben an FXFlat und wir helfen euch dann, das auch wieder in Gang zu bringen. Ja, wir haben da halt, das können wir nur hier nicht machen. Da gibt es ja so ein paar Gründe dafür. Ich glaube, der Nelson wird mir das auch bestätigen. Aber generell haben wir da auf jeden Fall eine Lösung, die funktioniert, die auch verlässlich funktioniert. Okay. So. Dann haben wir was? Ansgar, kein Blutzwente mehr. Nein, heute keine Augenklappen mehr. Also, beziehungsweise das letzte Mal habe ich ja wirklich abgesagt. Ich habe hier wirklich
nichts gesehen. Also auf einem Auge, da ging eben gar nichts mehr. So, was soll ich tragen? Also die Augenklappe, okay, Moment. Also neuerdings wird beim Chartwechsel immer das Skype-Terminal angezeigt. Okay, ist das so? Nö. Also, keine Ahnung. Also generell ist in der Logik da was geändert worden. Also was das Skype-Terminal angeht, aber eigentlich nur immer dann wird zurückgeschaltet. Daher könnte das vielleicht kommen, wenn der Chart zu klein ist. Weil vorher war es ja so, dass halt, wenn man versucht hat, den Chart halt eben so weit zu verkleinern und dann wieder aufzumachen. Und dann kam halt hier so eine Meldung, bitte Chart vergrößern. So, und jetzt geht ihr halt hin und wenn der Platz nicht ausreicht, und dann kann es sein, dass halt dann das Skype-Terminal, ne, also das hier oben dann halt kommt. Das ist möglich, ja. Das könnte dann aber wirklich, das würde ich mal bitte probieren, Nico, dass ob es dann wirklich auch noch auftaucht, wenn man den Chart halt groß genug macht, ne. Also es kann sein, dass schlicht und ergreifend der Platz dann halt nicht reicht auf dem Monitor. Ich weiß natürlich ja nicht, wie groß der Chart ist. Aber ich habe Vollbild. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall, hängt es mit der Größe zusammen. Schreibt hier jetzt auch noch der, auch oft, wenn ich das Fenster wechsle, ist das Skype-Terminal da, ohne dass das Fenster verkleinert wurde. Okay. Aber generell hängt es auf jeden Fall damit zusammen. Also da bräuchten wir, also ich kann es so auf keinen Fall nachvollziehen. Ne? Das wird mir jetzt hier nicht gelingen. Außer, wie gesagt, es ist zu klein, aber selbst da passiert hier halt nichts, ne? Obwohl ich auch beide aufhabe. Da bräuchten wir es, glaube ich, irgendwann ein bisschen genauer. Die Grafikverschiebung, Stefan, ich weiß nicht, was du damit meinst. Also, weil hier, das ist auch wieder in Funktion, ne? Das war vorher halt mal aus. Das konnte man über diesen Weg nicht mehr machen. Das geht jetzt aber generell. Und man kann sogar, glaube ich, ja genau, das Skype-Terminal bleibt immer da, wie man sieht, ne? Und dieses, ne, wo man hier dieses verschiebt, das wird entsprechend auch hier wieder mit eingeschaltet. Und das war halt vorher nicht. Das ist so die große Änderung. Aber damit könnte es zusammenhängen. Gut, ich versuche mal von weiter, beziehungsweise bleibt mal hier gerade ein Thema. Kann man das Skype-Terminal auch mit einer Tastenkombination öffnen? Leider nein. Es gibt tatsächlich gar keine Tastenkombination im Stereo-Trader. Das ist ein Thema, das ist schon öfters mal gefragt worden. Ich habe nur dieses Fass bisher noch nicht aufgemacht. Könnte man aber mal drüber nachdenken. So, dann gehen wir mal von oben nach unten durch. Also, ne, gerade vorhin nochmal, der Reinhard meinte, die letzte 2885 wäre die letzte MetaTrader 5 Bildnummer, wer an die rankommt. Ich glaube, das ist eine Beta. Der sollte die mal installieren. Kann man dann mal testweise machen. Ansonsten dann wieder zurück zur alten Version, idealerweise zu der vom Januar 2021. So, bitte mal Order mit. Gehst du noch Ja. einmal nach oben? Da sind noch zwei Fragen, bevor du da weiter runtergehst. Hilf mir gerade mal bitte. Wir haben einmal von Stefan 18:02 und Andreas 17:56 Ja, schon. genau. Wie kann der ST wieder aktivieren, wenn oben rechts nur noch ein kleiner grüner Punkt ist? Auch das ST-Zeichen rechts oben ist verschwunden. Das kann eigentlich, also Möglichkeit, um das überhaupt noch hinzukriegen, ne, weil ja eigentlich immer das Chart, das Skype-Terminal eingeblendet wird. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt provoziert kriege. Mal gucken. Skype-Terminal off. Geht das damit überhaupt noch? Ah ja. Nö. Moment. Also irgendwie, ups, was ist das denn Lustiges? Irgendwie funktioniert das gar nicht mehr. Ja, genau, soll da eh nicht hin. Also ich müsste erstmal hinkriegen, dass es überhaupt, über welche Version reden wir denn? Das wäre halt mal die Frage. Weil wenn oben halt
hier im Kleinen auch nicht mehr da ist. Und dann ist eigentlich der Stereo-Trader auch nicht mehr da, weil das sollte auf jeden Fall noch angezeigt sein. Deswegen kriege ich so wohl nicht hin. Also im Zweifelsfalle, ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Im Zweifelsfalle, ja, ich bin hier gerade am Setup dran, um das zu verändern. Vielleicht hätte ich doch irgendwie nicht die aktuelle Bastelversion da reinbringen sollen. Moment. Habe ich denn da gemacht? Ich habe alles umgestellt hier gerade, okay. Also er schreibt, ich ziehe dann rein und werde gefragt, ich von ST zu ST wechseln will. Also im Der Zweifelsfall. Timo hat was dazu geschickt. Schau mal in dem Chat bitte. Okay. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Also wenn dann, da würde ich halt an der Stelle auf jeden Fall mal hier unten reingucken, nicht, dass da irgendwas dann halt steht, warum der Stereo-Trader sich da gerade halt beendet hat, ne? Weil eigentlich nicht, ne? Deswegen, also im Zweifelsfalle, man kann es hier oben versuchen über den Knopf halt entsprechend, ne? Also über die Chartverschiebung, weil dann blendet er sich ja aus. Ansonsten würde ich wirklich mal da bei Experten reingucken und falls da was drin steht, dann brauchen wir die Meldung dann bitte im Support. Und ansonsten kann ich das hier nicht nachvollziehen. So, welche meintest du noch? Welches war die andere, Nelson? Nee, der Teilnehmer hat noch mehrere Fragen gestellt. Da geht es weiter. Also, warum speichert ST im passiven Modus nicht sein Chart-Theme ab? Wo denn? Derselbe Beitrag, 18:02. Da waren mehrere Fragen drin von Stefan. Das geht da unten weiter. Ach, Text ist abgeschnitten hier unten. Warte mal. Jesus, da muss ich mich umspeichern. Das hat Thema. Ach, das hört ja gar nicht mehr auf. Also also generell unterscheidet der Stereo-Trader zwischen passiven und aktiven Modus, auch in den Settings und sollte das speichern. Ich kann nur heute leider hier das nicht demonstrieren, weil das genau exakt die Baustelle hier gerade ist. Und ich bin hier wie immer in der Entwicklungsumgebung. Hätte ich natürlich jetzt gerne vermieden, aber ich habe das zeitlich nicht hingekriegt. Und deswegen werde ich da leider jetzt nicht großartig drauf einsteigen können. Aber generell ist es so, ne? Also ich bin jetzt hier im aktiven Modus. Man hat es ja gerade gesehen, ne? Da ist noch was im Argen. Das liegt aber, ist aber nicht die Version, die draußen ist, sondern das ist hier die noch nicht mal als Beta gerade draußen ist. Es sollte eigentlich funktionieren. Also ich habe das ja bei mir auch in den Live-Tradings ja auch immer im Einsatz. Aber wenn nicht, brauche ich dann mal irgendwie eine Hergangsbeschreibung. Aber generell, wenn mehrere Instanzen auf sind, also jetzt das gleiche Symbol, jetzt das Beispiel hier der DAO, ne? Wenn ich den jetzt mehrfach als passiv aufmache, dann überschneiden die sich natürlich zeitlich, ne? Und dann ist halt immer der als letztes geschlossen wurde, der hat dann natürlich die Einstellungen dann halt entsprechend im Griff, sozusagen. Und da kann es natürlich dann passieren, dass sich das dann halt gegenseitig aufhebt. Also das wäre eigentlich mein einziger logischer Ansatz halt dafür. Okay. Welche Funktion hat die Taste TAD beim Traders Club Live? Noch keine. Wenn ich das Traders Club Live in seinem Shift-Klick verschiebe, bleibt es nicht da. Beim nächsten MetaTrader öffnen muss ich es wieder verschieben. Kann gut sein, ja, dass das nicht gespeichert wird. Also gemeint ist das hier, wobei ich mir da auch gerade nicht so sicher bin. Ja, ich versuche es mal, wir werden es herausfinden, ob es eine gute Idee ist oder nicht. Also gemeint ist, wenn man hier die Verankerung ausmacht und damit Shift-Klick dann setzt. Ja, ich glaube, das wird wirklich nicht gespeichert.
Das kann wirklich sein. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber es ist natürlich halt jetzt auch nicht stereotypisch direkt, sondern es ist ja natürlich jetzt ein Add-on, was ja mit dem Standardpaket ja nichts zu tun hat. Warte, ich mach mal eher das Violett. Das hier, Moment mal, Sekunde. Das ist, kriegt man ja Augenkrebs. Und guck, ob ich das hier hinkriege. Ja. Und. Ja, wenigstens ein bisschen blau hier. Gut. Okay. So, Nelson, hilfst du mir mal durch, ja? Genau, dann haben wir jetzt die Frage, und zwar 18:10 von Stefan. Kann ich, wenn ich mehrere Positionen aufmache, unterschiedliche Stops setzen? Ja, das sind die Basics vom Stereo Trader. Da sollte man generell verweisen, ich würde immer ganz gerne auf die ganzen Webinare, die Einführungswebinare, die wir da gemacht haben. Ja, weil, wie man ja vorhin gesehen hat, hier in dem Trade, den ich halt hier vorhin aus mehreren Positionen zusammengebaut habe, muss ich echt mal wieder einstellen. Ein bisschen verloren gegangen jetzt hier. Wo ich das halt hier mit. Ja, das sieht echt noch nicht so gut aus mit den Einstellungen. Hätte ich besser mal die Finger davon gelassen hier vor dem Webinar. Jetzt ist es nämlich wahrscheinlich hier jedes Mal verkurbelt, oder? Mal gucken. Ja. Ja, man sieht es ja unten an der Anzeige, da läuft irgendwie gerade ganz viel durch. Und am besten gehe ich. Bleibe ich beim Setup nämlich jetzt draußen. Alter. Oder warte mal. Ich mache mal was anderes. Sekunde mal. Ich habe nämlich hier eigentlich auch noch eine Funktion, eine Version vom letzten Mal, die der Release entsprechen sollte. Da kann ich es da zumindest jetzt einmal vernünftig einstellen. So, sorry, dauert jetzt gerade einen kleinen Moment. So, hier gucken, wie ich das hier wieder hinkriege. Jetzt mal ein bisschen auf die Schnelle. Und jetzt wären wir zwar hier gerade schon im richtigen Modus drin gewesen, aber so, gucken, was jetzt hier ungefähr stimmt. So, und zwar die Standardeinstellung ist ja halt immer, sorry, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen schnell hier durch die Gegend klicke, die Standardeinstellung ist ja halt immer der StereoTrader Future Modus. Das heißt, ne, wie es halt vorhin entsprechend auch gezeigt war, egal wie viel ich hier aufmache, das wird immer alles in einem Trade zusammengefasst. Ne? Ich habe also nie, na komm, beweg dich. Ich habe halt nie mehrere Positionen, auch wenn ich hier, also mehrere Positionen, ja. Aber wird hier immer nur als eine dargestellt. Und das liegt einfach daran, an dem Modus. Ne, das ist der Stereo Future Modus. Und das ist der Standardmodus. Und daneben gibt es aber halt noch hier den Stereo Hedge Mode. Und wenn ich den aktiviere, und dann kann ich die Positionen alle einzeln verwalten. Und so, ihr seht, die Problemchen, die ich hier gerade habe, tauchen der Version nicht auf. Das ist die letzte, die gerade draußen ist. Das heißt, wenn ich also hier als Beispiel mehrere Positionen mache, und dann kriege ich die auch als solche dargestellt, ne? Mit einzelnen Take Profits, ne? Und einzelnen Stop Loss und so weiter, kann ich halt alles komplett separat dann halt behandeln. Ne? Und also ist so ein bisschen Geschmackssache, wie man es halt machen möchte. Ich finde es halt immer übersichtlicher, wenn man halt nur im Stereo Future Modus unterwegs ist und da halt eben alles zusammengefasst halt hat. Ne? Aber wie gesagt, ist so ein bisschen eine Frage der Strategie und auch eine Frage des Geschmacks. Und dann kann man das auch so haben, wenn man das haben möchte. Und das entspricht dann halt genau dem, was hier unten drin ist. Und entsprechend gibt es auch nicht, wie man hier sieht,
diese Trade-BE-Linie als solches. Ne? Es gibt zwar halt schon, wird halt hier schon mitgerechnet, wo ich halt insgesamt liege, aber ich kann es natürlich nicht als einzelne Linie darstellen. Ne? Das ist halt klar. Also so kann man das halt wohl machen. So, aber wichtiger Hinweis dann vielleicht auch gerade mal an der Stelle, wenn ich jetzt von hier zurückgehen will in den Stereo Future Modus. Erstmal gibt es einen Warnhinweis und dann sagt er, geht nicht. Ja, warum geht's nicht? Weil halt hier unterschiedliche Stop-Loss und Take-Profit sind und das geht halt im Stereo-Future-Modus nicht. Ja, wenn man das zum Beispiel dann halt mal umschalten will und dann trotzdem sagt, naja, dann mache ich halt zuerst die ganzen Take-Profits und Stop-Loss halt weg und dann sollte ich jetzt auch eigentlich umschalten können. No, und dann habe ich hier wieder nur eine Linie und das ist halt eben, das sind die grundlegenden beiden Modi, die halt im Stereo Trader halt möglich sind. Und dann habe ich die Einzelpositionen hier nur noch in klein. No? Und da, die spiegeln dann halt jeweils da unten die offenen Positionen dann an der Stelle halt wieder. Okay. Gucken, ob da irgendwas. Ja, genau, das war ja die, ne, vom Stefan von 18.10 Uhr. Ich denke mal, das ist ja damit beantwortet. Mal gucken, ob da irgendwas nachkommt, aber ich denke mal, das ist ja damit dann auch geklärt. Und genau. So, machen wir mal zu. So, bitte mal Order mit Trailing demonstrieren. Also, wenn irgendwas Spezielles gewünscht ist, bitte sagen. Und ansonsten, ne, genau wie man halt einen Trailing Stop halt entsprechend auch machen kann, kann man auch Orders trailen. Entweder stelle ich das halt hier vorher ein bei neue Order. Das hat dann zum Beispiel den Vorteil, wenn ich jetzt hier sage, ja, ich bin halt hier auf dem EMA 200, ich habe keine Ahnung, wo der jetzt gerade liegt. Und wenn ich das dann halt hier auch aktiviere, immer ganz wichtig, und dann lässt er mich die Order gar nicht setzen. Ne? Das sieht man schon, da weiß ich genau, ah, hier oben liegt der EMA 200. Ja, nur mal als Beispiel, weil der direkt weiß, okay, das wird eine neue Order, die soll getrailt werden am EMA 200, dann zeige ich dem gleich mal, wo die überhaupt halt liegt. Ja, mache ich das aus, kann ich natürlich halt hinsetzen, wo ich will. Kann man entsprechend aber halt auch noch nachträglich halt machen. Das heißt, wenn ich sage, ja gut, hier, ich nehme eine Order, die schon vorhanden ist und die würde ich halt gerne trailen, zum Beispiel halt hier am EMA 200 dann auch. Und dann kann ich das halt entsprechend einstellen und dann sollte er das dann auch mit der nächsten Kerze dann halt auch entsprechend übernehmen in dem jeweiligen Abstand, der dann halt hier dann auch eingestellt ist. Okay. So. Gut. Wenn ich das Menü strategische Ordnung. Ja, also MetaTrader 4, ne, sehe ich halt hier gerade strategische Order. Das sind so Geschichten, das war in der letzten Version. Es kann sein, dass es da noch nicht behoben ist. Wobei ich da aber auch fragen muss, welche Bildnummer ist das denn? Weil eigentlich hat der zumindest, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nee, doch. Ich überlege gerade, ob der schon die überarbeitete Grafik-Engine drin hat. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also von daher kann das sein, dass halt dieses raus und wieder rein in dem aktuellen Bild irgendwie so ein bisschen grafisch ein bisschen rumspinnt. Das ist aber alles nichts Tragisches, ein bisschen unschön von der Kosmetik, aber an der Funktion sollte es nichts ändern. Aber die MetaTrader 4, da ist die Beta, die ist jetzt seit ein paar Wochen draußen. Aber ich habe so den Eindruck, dass kaum noch jemand irgendwie den MetaTrader 4 verwendet. Also ich mag mich da täuschen, aber das Feedback ist insgesamt sehr gering und von daher geht das nicht so wirklich so schnell vorwärts. 1330, das kann nicht sein. Also das ist die MetaTrader-Version 1330. Also was für mich natürlich interessant ist, ist das hier, was da drin steht, ne? Hier bei General und dann halt hier das, ne?
Das ist natürlich das, was halt interessant ist. Also das ist 2,6 irgendwas muss das halt sein. Okay. 1815. Was? GetBI. Ja, verstehe ich nicht. Der Benjamin. Also bei der Stereo-Trader. Ich muss da erstmal kurz einen deutschen Satz draus machen. Ich vermute, es ist gemeint. Bei dem Stereo-Trader hatte ich erwartet, dass die Funktion GetBE ist damit, nee, steigt nicht durch. Also wenn da ist damit Programmierung gemeint, ich glaube, da ist er. Ah, okay. GetBE mit der gelben Linie. Timo, du bist ja hier mit dabei. Wir hatten das Thema doch mal irgendwann zwischendurch. Ich weiß es nicht auswendig. Was macht die Funktion GetBE? Liefert, nee, GetBE genau, nicht die gelbe Linie, sondern GetBE ist halt der Pool Break-Even, ne? Also wenn ich hier mehrere aufhabe, dann liefert GetBE, wie jetzt hier, die 34.015 zurück. Und das andere ist GetTrade.BE, soweit ich weiß. Oder GetBE Trade. Und das liefert dann wiederum den Wert für die akkumulierte, also mit allen Teilpositionen, quasi die goldene Linie halt zurück, die jetzt hier natürlich nicht sichtbar ist. Gucken, ob wir die nochmal schnell provoziert kriegen hier. Komm einmal kurz zurück und dann ist schon gut. Ja, wieder nicht. Ja, keine Lust zu. So. Oh, nicht die hier. Also wie gesagt, muss man gucken, entweder GetBE Trade oder GetTrade.BE. Eine von denen sollte es eigentlich dann sein. Aber Timo ist schon wieder weg. Hat sich wieder hingelegt. Also, das war der Benjamin. Wo bin ich denn hier mit der Uhrzeit? Gerade komplett durcheinander. Also am besten auch irgendwie, es wird eng, ne? Wenn jetzt noch neue Fragen kommen, das schaffen wir nicht mehr. Das sehe ich jetzt schon. Also wir sind jetzt von den Fragen. Es geht weiter jetzt mit Ansgar 18:20 Uhr. Ja. Also ihr seht ja auch, wo wir von den Zeiten in den Fragen sind. 20 Minuten rückwärts und wir haben jetzt noch 20 Minuten bis Schluss. Von daher wird das jetzt langsam eng. 18 Uhr. Okay. Was ist die beste Einstellung für die LPO? Ja, das kommt auf ganz viele Sachen an. Also es gibt ja jetzt nicht irgendwie eine pauschale Einstellung, ne? Also LPO. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist auch der eine oder andere hier zum ersten Mal dabei und hat zum ersten Mal vom Stereo Trader gehört. LPO ist ja eine so der elementaren Funktionen vom Stereo Trader. Gemeint ist damit Limit Pullback Order. Ich stelle es mal hier gerade bei neuer Order ein, damit man sieht, was die überhaupt macht. Und sowohl Short als Long jetzt erstmal. Und generell ist die Funktion dafür da, um schnelle Marktbewegungen halt einzufangen. Kurze Spikes. Oder halt eben auch kurze Squeezes oder auch lange, ja, je nachdem, wie man die einstellt. Und deswegen ist damit schon ein Teil der Frage beantwortet. Also es kommt zuerst mal darauf an, was ich überhaupt machen will. Also will ich halt scalpen, dann würde ich halt behaupten, ist im DAO 2 Punkte völlig ausreichend. So, ich hoffe, der bewegt sich jetzt wenigstens mal kurz hier drüber, weil die Limit Pullback macht ja nichts anderes, als die, dass sie halt eine Limit Order in eine Stop Order umwandelt, nur manchmal so schnell, dass man es gar nicht mitbekommt. Und das heißt, ich habe es jetzt hier so eingestellt, dass man es auf jeden Fall mitbekommt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel hier der Kurs dahin kommt, ne, hat man schon gerade gesehen, dann springt die Order nämlich dann über den Kurs drüber in einem Abstand von 10 Punkten und läuft so lange hinterher, bis der Markt 10 Punkte dreht. Ja. Also, das heißt, wenn ich die jetzt als Beispiel ganz schnell auf zum Beispiel eine 1 einstelle und dann dreht die natürlich im ersten Tick, wird die dann halt entsprechend schon im ersten Punkt, der in meine Richtung läuft, wird die dann halt entsprechend schon gedreht. So, und hier habe ich es jetzt mit 10 Punkten eingestellt. Das heißt, er muss vom tiefsten Punkt 10 zurücklaufen,
bis ich gefilmt werde, was jetzt hier gerade passiert ist. Und der Hintergrund ist natürlich der, also erstens stelle ich mich nicht komplett gegen den laufenden Impuls, sondern lasse mich einstoppen, wenn der Markt überhaupt erst wieder meine Richtung eingeschlagen hat. Und je nachdem, ob ich jetzt halt scalpe oder halt auch nicht, kriege ich dann halt auch den besseren Fill, ne? Wie jetzt hier zum Beispiel. Jetzt hätte ich halt raten können, manuell, ah, der dreht jetzt hier, 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 hier oder wie auch immer. Und wenn man sich das nochmal anguckt, ich habe hier einen Stop von 10 Punkten, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel hier gerade. Ich hatte einen Stop von 10 Punkten, meine Order lag hier oben irgendwo. Wäre ich mit einer normalen Limit-Order da reingegangen, wäre ich unten ausgestoppt worden und ich wäre rausgeflogen. Ja. So, und hier bin ich einfach mit runtergelaufen durch die Automatik, bin im Rücklauf rein und liege jetzt vorne und bin eben nicht ausgestoppt. Das ist halt das Schöne an der Limit-Pullback-Order. Aber es gibt natürlich keinen perfekten Wert. Ne? Es kommt wirklich drauf an, also im Scalping, wir haben hier gerade eine ziemliche Wohler, wie ich hier gerade irgendwie sehe. Also sie ist gar nicht mal so ohne. Ne? Das hier 2-Minuten-Chart ist schon heftig. Also man muss sich da halt wirklich auf die aktuelle Vola unbedingt einstellen, weil wie man hier sieht, war Limit Pullback 10 überhaupt gar kein Problem, sondern perfekt, womöglich jetzt hier sogar das Tagestief, ich weiß es nicht, ne? Aber durchaus möglich und hat es auf jeden Fall sehr schön gezeigt, auch gerade. Aber wenn der Markt halt nur so ein bisschen hin und her zuppelt und dann reicht da auch schon mal ein Wert von 2 oder im DAX sogar ein Wert von 1, ne? Also nochmal, die Order. Der Markt generell, ich kann es ja nochmal irgendwie, vielleicht kriegen wir es ja nochmal dargestellt. Hier oben im umgekehrten Fall, falls er jetzt Lust hat, da oben drüber zu laufen. Ich mache den nochmal zu. Ja, also nochmal, hier wäre genau das gleiche in grün. Das heißt, die Order wird nicht gefüllt, wenn der hier Kollege Bitt an dem Kurs dran ist. Das wäre das normale Kriterium für einen Fill, sondern wenn der Bitt, also hier der untere, entsprechend das Level erreicht, wird die Order um die Anzahl Punkte runtergesetzt, die hier eingestellt ist, und läuft ab dann in einem festen Abstand hinterher, und zwar so lange, und wird dann erst gefüllt, wenn wir entsprechenden Rücklauf dann haben von 10 Punkten. Ja, also so, wie es halt hier eingestellt ist. Und wie gesagt, das hat dann natürlich den Vorteil, dass ich mich halt mit dem Markt bewege und nicht einfach dagegen stelle. Ne? Gut, hier sind wir jetzt leider, haben wir das Level jetzt nicht erreicht, aber ich glaube, vorhin hat man es ja wirklich sehr schön gesehen, was die halt tatsächlich macht. Ne? Und wie man eben damit halt auch vermeiden kann, permanent sinnlos ausgestoppt zu werden, ohne das Risiko die ganze Zeit zu vergrößern. Das war vorhin echt nett. Schönes Beispiel. Sollte man überlegen, ob man das nicht sogar rausschneidet, mal separat. Ne? Und von daher hängt wirklich echt ganz davon ab. Vom Timeframe vor allen Dingen und dann natürlich halt auch generell, wie der Markt gerade unterwegs ist. So. Hätten wir jetzt ein Live-Trading gehabt, hätte ich gesagt, so, wer hat's gemacht? Wer hat die Punkte mitgenommen? Ja. Es geht mit Klaus weiter. Okay. Gehe ich, Moment, das muss ich nachvollziehen. Also mit zwei unterschiedlichen Strategien. Also ich kann ja an dem Stereo Trader generell meine Strategien isolieren. So, das heißt, ich ziehe meinen zweiten. Wird das jetzt funktionieren, ohne dass ich mir irgendwas zerhaue hier? Ich hoffe es jetzt einfach mal. Mal kurz Augen zu und durch. Okay, sieht erstmal gut aus. Also passiert erstmal Folgendes. Wenn ich jetzt hier den DAU zweimal aufmache, ist logischerweise einer auf Passiv. Ja, das sieht man halt hier. Da gibt es keinen, kann ich nichts handeln, kann ich zwar klicken, passiert aber nichts. Ja, weil ich immer nur mit einem halt aktiv handle. So, jetzt kann ich dem, wenn ich den DAU aber jetzt als Beispiel, sei es jetzt Long oder Short getrennt oder Strategien getrennt handeln möchte gleichzeitig, dann kann ich das machen, indem ich einfach mehrere Strategien anlege. Das geht hier oben drüber, gehe ich über das Menü, neue Strategie, nenne die zum Beispiel dann halt S2.
Ich sollte unbedingt, Moment, ich muss hier nochmal, ich mache die lieber nochmal weg und mache die andere Version drauf, Sekunde eben. Bisschen Sorge, dass ich mir hier jetzt gleich wieder was zerschieße, Moment. Ich überlege nur gerade, wer, ja doch, ist noch kompatibel. So, da kann ich jetzt, ja doch nicht kompatibel. Also nochmal. Ja, genau das ist gut. Habe ich befürchtet, ist aber jetzt. Ach Mann. Stelle das mal hier nochmal kurz ein. Na, wo sind wir? Terminal. So, ich kann aber, wie man jetzt hier aber trotzdem auch schon sieht, ne? Obwohl ich jetzt zwei aktive, ich habe zwei aktive Charts, völlig voneinander isoliert, sowohl in der Darstellung, aber auch später in der Berechnung. Und alles, was dazugehört. Und so kann ich das komplett voneinander trennen. Das heißt, ich kann also hier jetzt zum Beispiel sagen, na gut, ich handle hier mal ein bisschen short, hier handle ich long. Aber wie gesagt, die Richtung hat damit nichts zu tun. Ne? Ich kann auch auf zwei Seiten long gehen. Spielt auch keine Rolle. Aber ich kann es halt eben komplett voneinander halt trennen. Und das ist halt erstmal der Hauptgrund, warum es das halt gibt. Ne? Also nicht um Short und Long gleichzeitig gehen zu können, sondern eben um halt Strategien voneinander komplett zu isolieren. Das ist der Sinn und Zweck von der Sache. So. Und das heißt natürlich dann halt auch, dass die Statistik, machen wir jetzt hier mal als Beispiel Intraday, das war jetzt das, was wir hier heute jetzt hier gemacht haben. Gehen wir da auch mal auf Intraday. So, na gut, da gibt es jetzt nichts außer den Trade, der gerade auf ist. So, und dann sagt der, gehe ich jetzt in einen Long, erscheint in der S2 der Eingang der Long-Position. Beim Close erscheint in beiden Strategien der ein Ausgang und die Verbindungslinie. Das wäre nicht korrekt. Ich will es aber nicht jetzt mal ganz ausschließen, dass da sich ein Fehlerchen in der Darstellung eingeschlichen hat. Also probieren wir es doch einfach mal da dann aus. Dafür sind die Webinare hier ja auch da. So, und dann habe ich jetzt hier meine Ergebnisanzeige plus 7 Punkte. Ja, und hier nicht. Also, und das war ja das, was gerade gemeint war, dass die dann halt auch hier erscheinen würde. Das tut sie aber nicht. Von daher, da wäre dann auch nochmal die Frage, Klaus, welche Version ist das? Vom Stereo Trader. Ja, weil so ist es richtig. Also ich will jetzt nicht ausschließen, ne, dass da halt nicht irgendwo in der Darstellung auch trotzdem was nicht stimmen kann, auch wenn es jetzt hier gerade stimmt. Aber auf Anhieb passt das jetzt erstmal so. Das sagt dann nichts mehr, der Klaus. Okay, also Klaus, check das mal bitte nochmal. Ansonsten, wenn das irgendwie reproduzierbar ist, dann wirklich am besten mal 2, 6, 5, 4. Dann brauche ich mal irgendwie eine genauere Beschreibung. Wirklich Schritt für Schritt, so dass man es nachvollziehen kann. Und dann werden wir dem mal auf den Grund gehen. Okay. Ja, super, macht das. Also Mail mit Bildchen immer ganz klasse. Auch übrigens generell, wenn ihr euch an den Support wendet, ich glaube, die erste Rückfrage, die wir immer haben, ist, gibt es eine Meldung irgendwo dazu, ne? Also jetzt zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, die besten Mails im Support sind ja immer die, wenn dann jemand sagt, ja, das geht nicht. Und dann müssen wir erstmal fragen, ja, was genau machst du denn? Was passiert denn? Welche Version hast du denn? Und was hast du gemacht, um da hinzukommen? Deswegen ist so eine Beschreibung immer, ohne geht's nie, weil eigentlich sollte man immer davon ausgehen, dass halt irgendwie, wenn irgendwie Probleme auftreten, dass es nicht generell ist, weil wir geben ja keine Versionen raus, die generell irgendwie ein Problem haben. Und aber nichtsdestotrotz schaffen wir es natürlich nicht,
alle erdenklichen Konstellationen im Vorfeld halt irgendwo zu testen, egal wie viel Mühe wir uns geben, das wird immer mal wieder irgendwo noch was auftauchen, was das dann halt irgendwie dann nicht so funktioniert, wie es sollte. Und deswegen halt auch immer ganz wichtig, Hergangsbeschreibung, Bilder und am besten auch immer das, was hier unten drin steht, da. Ja, also hier bei Toolbox, Experten. Journal interessiert uns meistens nicht, Experten, ganz, ganz wichtig. Da immer mal gucken, was da drin steht, und das kann man dann auch per Copy und Paste, glaube ich, einfach, ne, Copy, zack, und dann in die E-Mail rein, und dann sehen wir da meistens schon ganz viel und sind dann auch viel schneller mit Antworten. Und Bilder sind natürlich auch immer sehr hilfreich. Gut. Es geht weiter mit dann, Peter, 18.25 Uhr. Okay. Wie wird der Stereo-Trader abgedatet, soll das vermutlich heißen. Ganz einfach hier oben. Ich kann es jetzt hier nur nicht zu Ende durchspielen, weil das halt hier, wie gesagt, die Entwicklungsumgebung ist. Ich mache hier nochmal Platz. Hier oben über das Menü und dann halt Installation Manager. Dann geht ihr hier auf und dann klicke ich mich hier einfach durch. Bis zur Version, die ich dann halt, beziehungsweise, wenn ich jetzt hier im 5 bin, dann würde ich halt hier einfach weiter gehen, wähle hier meine Version aus, auf Weiter, und dann ist der entsprechend anschließend auf dem neuesten Stand. Mehr ist es nicht. Und du sagst ja auch immer direkt die ganzen Add-ons mit aktualisieren, ne? Genau, macht wirklich Sinn, ne? Also vor allen Dingen, wenn wirklich jetzt eine richtige neue Version da ist, wie es jetzt letztens der Fall war, dann entweder die Add-ons direkt mit installieren, oder wenn dann irgendwas mit dem Add-on nicht klappt, im Zweifelsfall gleich ist die Add-ons dann halt auch sofort mit installieren. Also man muss da auch nichts deinstallieren oder so, das braucht man nicht, sondern einfach installieren. Ach, okay. Ganz schön Druck hier auf der Pipeline, ne? Ja, das kriegen wir aber. Das kriegen wir hin. So, es geht mit Dirk weiter. Namensvetter. Skype-Terminal. TI einstellen, wo verändern. Also Skype-Terminal. Ich habe hier gar keins. Moment mal. Skype-Terminal Order Sizing. Was habe ich denn hier? Ah, hier. Instant Trail Type. Da sind wir schon. Setup, Terminal, Skype-Terminal. Und dann hier das zweite. Und da kann ich einstellen, was ich da haben will. Ich glaube, voreingestellt ist da TA6 oder so. Ja, ich muss hier kurz einen Reset machen. So, und dann habe ich halt hier im Instant Training, sorry, ist jetzt halt entsprechend dann der hinterlegt, wie hier gerade angezeigt. Es wäre eigentlich mal, glaube ich, ganz hilfreich, das da oben noch anzuzeigen, welcher es ist. Sehe ich gerade, weil bei den anderen Tradings, ne, hier sieht man es ja, da wird ja angezeigt, ne, sobald ich halt die Maus drüber stehen lasse, was gerade eingestellt ist, M2, Distanz 50 Punkte, Straight. Ne. Hier oben fehlt es irgendwie, das kann man, glaube ich, mal ergänzen. Also nochmal hier übers Menü, Setup, Terminal, da. Ne. Da stelle ich den ein. Und hier auch entsprechend der Abstand. Minus 2 heißt übrigens zweimal der Spread. Deswegen da nicht wundern, dass da ein negativer Wert ist. Kann man aber so einstellen. Minus heißt Faktor mal Spread. Wäre dann in dem Fall jetzt dann halt hier auch 2 Punkte. So, dann geht's eigentlich mit Andreas weiter, aber er hatte eine Frage zu VPOC. Traditionell wird Dirk wenig dazu sagen können, deswegen, wenn Sie das über uns haben, dann bitte eine E-Mail an Support schreiben. Dann werden wir das entsprechend auch mit Timo zusammen versuchen zu beantworten. Dann geht es weiter mit Birgit, 18.30 Uhr. Endlich auch mal eine Frau hier. Es gibt zu wenig Trader-Frauen, ich sage das immer wieder. Dabei sind die Frauen eigentlich viel besser als die Männer, was das angeht. Also, was muss ich einstellen und wo, wenn ich zwei oder mehrere Positionen öffne?
aber nur eine schließen möchte auf einem Chart, schließt immer alle. Ja, also das ist ja eigentlich das Thema, was wir vorhin hatten. Ne? Also hier mit den unterschiedlichen Handelsmodi. Ne? Aber generell kann ich es aber auch, ich bin ja jetzt hier auch, habe ja zwei Positionen drin. Ne? Natürlich, wenn ich jetzt halt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, also drei sind sogar drin, wenn ich jetzt hier drauf drücke, sind natürlich alle drei weg. Hier müsste eigentlich Close Trade stehen, aber okay. Also, dann sind halt alle weg. Ich kann sie aber auch hier drüber natürlich einzeln noch dicht machen. Ne? Das spiegelt ja die aktuellen Positionen wieder. Hier liegen jetzt nur gerade zwei genau übereinander. Deswegen ist da jetzt eine verdeckt. Das ist hier die untere. So, das heißt aber, wenn ich dann halt die hier wegklicke, ist entsprechend, sieht man jetzt auch gleich hier im unteren Bereich. Ja, und dann verschwindet auch entsprechend nur die eine. Das ist die eine Variante. Und das andere ist, der Vorteil ist ja, ich kann natürlich auch Teile davon dicht machen. Ja, das heißt, ich bin jetzt hier mit zwei Kontrakten long. Ich kann jetzt auch sagen, zum Beispiel, ich will aber nur noch mit 1,5. Das geht hier unten ja schon mal nicht. Ne? Da bin ich ja auf jeden Fall anschließend nur noch mit einer unterwegs. Ganz einfach. Ich stelle dann halt hier 0,5 ein, weil 2 minus 0,5. Ich bin long, habe gekauft, also verkaufe ich 0,5 und dann bin ich anschließend nur noch mit 1,5 drin. Ne? Sieht man dann auch hier unten. Und deswegen sollte man so, wenn man in dem Stereo Future Modus drin ist, der das immer zusammenrechnet, sollte man von diesen Einzelpositionen denken eigentlich so ein bisschen weg und sollte halt eher in der gesamten Volumengröße da halt rechnen, ne? Weil mir das natürlich ja ganz andere Möglichkeiten gibt. Ich kann doch jetzt dann zum Beispiel wieder dazu bauen. Ne? Dann habe ich jetzt hier plötzlich drei Positionen, obwohl das Ganze genauso groß ist wie vorher. Ich kann es auch wieder wegmachen, ne? Und kann die halt so ganz beliebig, kann ich mir die dann halt mit den Bewegungen dann entsprechend halt hier zusammenbauen oder halt auch auflösen, ohne dass ich da in ganzen Positionen da hantieren muss. Ne? Kann ich halt jederzeit, ich kann auch komplett krumm hier 0,2, ne? Das kriegt man gar nicht mit. Und weil das im Hintergrund ja dann alles entsprechend akkumuliert wird. Die ganze Geschichte. Ne? Deswegen so unbedingt die Fixierung auf einzelne Positionen ist gar nicht unbedingt erforderlich. Ja, du. Ja, und man kann natürlich, wie man auch gerade gesehen hat, wenn ich unbedingt will, kann ich auch hier unten darüber gehen, wobei das ja eigentlich am wenigsten Sinn ergibt, weil ich ja hier alles drin habe. Ne? Also ich habe ja hier sämtliche Positionen ja dann auch im Chart ja dann auch drin und sehe dann halt auch viel besser, was da los ist. Und es ist vor allen Dingen so, sobald ich halt hier die Maus gedrückt halte, wird es halt wirklich mit jedem Tick sofort aktualisiert, ohne Verzögerung, so dass ich ja noch ganz genau halt hier auch entsprechend arbeiten kann und mir dann angucken kann, was da überhaupt gerade oder wo ich dann halt rausgehe, ne? Und muss halt nicht den Blick von da nach da permanent wechseln, dann macht man Fehler. Also gerade, das ist ja der Grund, ne, warum der Stereo-Trader auch so aufgebaut ist, weil ich bin halt hier direkt am Kurs einfach dran und nicht mit den Augen hier 20, 30 Zentimeter weg, weil wenn ich von hier nach da gucke, von da nach da, nach da, nach da, erstens ist es anstrengend und zweitens kriege ich so genau gar nicht hin. Ne? Und hier habe ich die Kerze im Auge, gucke, okay, die wird gerade wieder long, gehe ich mal raus wieder. Ja, und das hätte ich hier unten jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen. Deswegen finde ich halt das Arbeiten damit eigentlich ein bisschen geschickter. Okay, Gut. aber generell, wenn man es trotzdem machen will, ne, dann hier im Webinar einfach ein bisschen zurückspulen. Und das war nämlich dann vorhin einfach der Single Hedge Mode. So, 19 Uhr. Tschüss. Also, da sind nicht mehr so viele Fragen. Also danke schon mal, dass du dir die Zeit trotzdem nochmal nimmst. Und kaum habe ich VPOC und Frage gesagt, ist der Timo vor Schreck aufgewacht. Also ist Ja, noch das ist gut, da. der kriegt immer leichten Blutsturz. Dann geht es weiter mit Thomas. Ist so ein bisschen Macht's. konditioniert, weißt du? Kennst das mit den Hunden, ne? Die man immer füttert und die Glocke dann halt Ja. klingelt. Ne? Und zum Schluss läuft denn schon der Speichel dann im Mund zusammen, wenn nur die Glocke klingelt, obwohl gar nichts zu essen da steht. So ähnlich ist es mit dem Team und dem Nur, dass, ne, dass der Timo dann genau anders reagiert. Ach ja. Oh, ich kriege Das nachher wieder was zu hören, ich hast weiß. du gesagt, ja, wollte ich gerade sagen.
So, Jetzt Thomas, lachen. 18:33 Uhr. Ach ja. Ja, auf jeden Fall ist er jetzt wach, ne? Also das haben wir erreicht. Was war das? 18 Uhr was? Thomas, 18:33 Uhr. So, kann es sein, dass die LPO im S&P 500 nicht mehr funktioniert? Glaube ich jetzt so nicht eigentlich. So, gucken wir den Trade hier noch zu Ende kriegen. Ich weiß, dass neuerdings irgendwie alle nachträglich handeln hier, mithandeln im Help des Webinar, wo das dafür gar nicht gedacht ist, aber jetzt, das wird nichts mehr. Da habe ich zu viel aufgelöst. So. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn ich einen neuen Chart aufmache? Nicht, dass wieder das komische Problem habe. Und, ah ne, Quatsch. Wie heißt denn der nochmal? Als CFD, der S&P 500, US 500, okay, na komm schon, US 500, so, mal gucken, ob das funktioniert, ich den jetzt hier drauf zwirbele, ja, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Also, was, LPO funktioniert nicht im S&P 500, das wäre sehr, natürlich blöd. Wüsste aber jetzt erstmal nicht, warum. Ich mache hier mal irgendeinen Wert ein. Also generell, was zur LPO-Order muss man sagen, dieses MIT, das muss aktiviert sein. Ne? Wenn das nicht aktiviert ist, geht auch keine LPO, weil MIT bedeutet, der Stereo-Trader kümmert sich um die Orders und die landen gar nicht beim Broker. Ne? Und der Broker weiß natürlich nicht, was. Das muss man bei Timos Kommentar hier lachen. Der Broker weiß natürlich nicht, was eine Limit Pullback Order ist. Ach komm jetzt, da bewegt er sich ja nicht mehr. Na komm schon. Ein bisschen. Na? Schon mal hier drüber, wo wir noch was finden. Tja, der hat keine Lust. Vielleicht können wir ja eine Frage dann vorziehen in der Zeit. Ja, ich habe schon einen im Blick, Thomas, ne? 1837. Ja, also ich lasse das jetzt hier mal kurz auf. Wann kommt das Backtesten für MT5? Im Moment gar nicht. So, aber hier, die funktioniert doch. Also, ne? Habt ihr gesehen. Da würde ich wirklich mal da gucken, ob das aktiviert ist. Ich würde fast tippen, fast wetten. Es hängt damit zusammen. Also geht. Also Backtesten, also History Trading, History Trading, MT5, gar nicht erstmal. Also das, es kann sein, dass in der Beta-Version sogar aktiviert ist. Ich bin mir gerade nicht sicher. Es macht einfach keinen Sinn, weil der Strategietester im MetaTrader 5, der ist dafür einfach nicht gemacht. Und man kann keine Indikatoren draufziehen, man kann überhaupt nichts machen mit dem Ding. Und damit halt auch entsprechend, weil man schon keine Indikatoren draufziehen kann, kann man natürlich auch keine Bots für den Stereotrader draufziehen. Man kann das Ding auch einfach nicht vernünftig bedienen. Ja? Also es geht irgendwie, ja, aber es ist halt einfach alles sowas von unausgereift. Und also ganz viele Sachen unter der Haube funktionieren da im MetaTrader überhaupt nicht. Und deswegen ist es halt leider momentan immer noch nicht möglich. Ich weiß, dass MetaQuotes da mal irgendwann angekündigt hat, auch die wollten eigentlich den Strategietester nochmal neu machen. Und also so an die Funktionen halt von dem MT4 angleichen. Ist aber bis dato leider nicht passiert. Von daher, und solange das nicht der Fall ist, macht es ja gar keinen Sinn, da halt irgendwo weiter drauf zu bauen, also auf den Strategietester. Da würde ich halt, kann ich halt jedem echt nur sagen, holt euch dann lieber den MetaTrader 4, macht ein Demokonto, StereoTrader MT4 und macht es dann damit. Und ist ja kein Unterschied. Also Orderbuch und so weiter habe ich ja sowieso nicht. Und von daher gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht im MT4 zu machen. Sorry, aber entzieht sich leider unserem Einfluss. So, drei Fragen noch. Robert ist dann der Nächste.
Ich verwende den MT5, so ihr habt die Option für erweiterte strategische Order nicht zur Verfügung. Da wäre die Frage, welche Edition vom SteroTrader ist das denn? Also gemeint ist das hier, wenn ihr die Fragen immer nicht seht. So, hier erweiterte strategische Order, bei mir jetzt hier auf Englisch Advanced Strategic, ich spreche das überhaupt auch aus, Order. Also, wie gesagt, je nach Edition. Und wo die herkommt. Ich habe ja auch schon gehört, dass nicht alle Teilnehmer hier auch bei FX Flats überhaupt ein Konto haben. Ist unvorstellbar, aber soll vorkommen. So, dann noch Wahnsinn. der. Wahnsinn. Ja, ne? Stefan. Wobei ist Stefan. Der X-Frame schaltet sich ja oft und selbst ein, wenn ich die Zeit ändere. Bin dann ständig am Ausschalten. Da auch die Frage nach der Version, SteroTrader 4 oder 5. Also X-Frame, das ist das Ding. Ja, ich bin mir nur gerade hier nicht so sicher mit den Add-ons. Also schlimm wie heute. Also. Na, dass ich halt hier so eine wirklich so eine ganz gruselige Zwischenversion habe, war es jetzt echt noch nie. Aber ich habe es vorher wirklich auf den letzten Drücker noch gesagt, verdammt, ich muss das hier irgendwie zum Laufen kriegen. Aber so ist es halt. Aber der Grund eben, warum ich das halt hier jetzt auch immer mit der Zwischenversion mache, ist eben, ne, weil ja halt auch irgendwie, wenn mal irgendwie Sachen nicht funktioniert haben, und da kann man hier nämlich dann direkt auch sehen, ist behoben oder ist nicht behoben. Ne? Und das ist halt eben der Grund dafür. Und da braucht man irgendwie gar nicht dann halt zu suchen in irgendwelchen Dokumentationen, sondern weiß dann und sieht dann halt sofort, geht oder geht halt nicht. Schon, ne? Ist schon gemacht oder hat nicht gemacht. So, X-Frame. Also X-Frame ist der Kandidat hier, mit dem ich Zeiteinheiten zusammenfassen kann. Ne? So kann ich halt zum Beispiel hier im 5-Minuten-Chart. Kann ich dann bei X-Frame sagen, ja, hier 12 Balken, also habe ich halt hier die Stundenkerze dann quasi im Hintergrund. So, und kann die halt auch aus, ein- und ausschalten, Deckkraft ändern und so weiter. So, und der, wo ist denn der jetzt hin? Ah, da ist er. Der Stefan sagt halt, der schaltet sich zwischendurch ein- und aus. Ich überlege gerade, was sein könnte, wenn man den X-Frame auf dem gleichen Symbol in mehreren Charts aufhat, passiv wie aktiv. Weil die Add-ons unterscheiden nicht zwischen aktiv und passiv. Und wenn dann dort zum Beispiel halt in einem passiven Chart, den ich jetzt hier nicht habe, wenn der parallel jetzt auf eingeschaltet wäre und hier bin ich auf aus, und habe beide mal den DAO, dann kann es sein, dass die sich wirklich überschneiden. Das kann wirklich sein, ne? Das ist das Einzige, wo mir gerade einfällt, weil ich gerade an den Settings dran bin. Deswegen habe ich das so jetzt auch gerade auf dem Schirm gedanklich. Ja, wird in mehreren Fenstern genutzt, ne? Das ist genau das. Weil da habe ich heute noch drüber nachgedacht, beziehungsweise heute nicht, aber gestern habe ich gedacht, sollte man das unterscheiden? Sollte man es nicht machen? Dann habe ich gesehen, es wurde bisher nicht gemacht. Und habe das erstmal so gelassen. Wäre aber vielleicht tatsächlich echt eine Idee, das auch nach passiv und aktiv zu trennen. Ja, aber ist auf jeden Fall der Grund, ne? Also hast du verstanden, Stefan, ne? Wie ich das gemeint habe. Okay, was bei mir? Ja. Okay. Dann schreibt gerade noch der Hubertus was dazu. Bei mir passt X-Frame nicht genau mit der Zeiteinheit überein. Stunde wird zum Beispiel versetzt angezeigt. Da würde ich ja fast tippen, dass der Hubertus nicht bei FX Flat ist. Weil es hängt natürlich, glaube ich, damit zusammen. Also es ist natürlich wichtig, dass die Stunde auch anfängt. Ne? Also die erste Kerze dann auch mit 00 beziehungsweise 01 dann halt anfängt, also ne, von der Zeiteinheit matcht.
und nicht etwa halt eine Minute oder zwei später, dann gibt es halt Stress. Ja, ist bei FX Flat. Dann brauche ich da ein konkretes Beispiel, bitte. Also das werden wir jetzt aber hier leider echt nicht mehr schaffen. Also da bitte mal genau mit welchem Symbol und wirklich ein konkretes Beispiel, damit man das nachvollziehen kann. Wundert mich. Also wenn es halt, ich weiß natürlich jetzt nicht welcher Timeframe, das muss man sich dann genau angucken. Es kann echt sein, wenn da mal eine Minute fehlt, so aus welchem Grund auch immer. Und dann kann es sein, dass die Rechnung nicht aufgeht und deswegen halt dann nicht genau hier die Stunde dann auch zusammenkommt. Ne? Genau, einfach an FX Flat. Und wenn die sofort erkennen, was los ist, werden die es beantworten. Ansonsten kriege ich es auf den Tisch. Und dann dauert es uns aber leider auch dann ein bisschen länger. Aber einfach Mail. Gut. So, Udo noch und dann haben wir es geschafft. Was? Ey, du hast schon. Wo ist er? Wo ist er? 18:40 Uhr. 18:40 Uhr. Kann man einen Teil den DAX-Zeiten ausblenden, um die Gaps besser sehen zu können? Nein, nicht wirklich. Also, ich meine, generell kann man es ja halt anzeigen lassen. Ne? Ich bin jetzt zwar hier im DAO, da hatten wir aber ein Gap. Das ist ja im Endeffekt dasselbe. Ne? Ich kann ja generell, ist ja wahrscheinlich bekannt, hier über Symbole, wobei ich mir das hier gerade irgendwie zerhackt habe. Moment mal. Hops. Und NYSI, da müssten eigentlich Symbole da sein. Das ist ja alles voreingestellt, deswegen. So. Und dann sehe ich ja hier grundsätzlich Kassaschluss, Future-Öffnung, Future-Schluss und so weiter, sehe ich ja halt alles. Ne? So, damit kann ich es auf jeden Fall, sehe ich das halt schon mal. So, was man machen kann, also die Frage ist ja jetzt, der Timo schreibt hier gerade, mit der T-Toolbox geht es wohl, wieso kannst du das? Wieso kann ich das nicht? Wusste ich gar nicht. Also, es gibt T-Toolbox, heißt das Ding. Damit geht's wohl. Ja, gut. Ich muss den dann auch einmal interviewen. und mit den Onboard-Mitteln kann man sich zumindest damit halt behelfen, dass man dann halt ja, zum Beispiel dann halt sagt, wenn man jetzt Zeiteinheiten ausblenden will, ja, ich kann ich nämlich hier auch dann tatsächlich mit einem X-Frame ja dann mache, weil ich kann ja hier zum Beispiel sagen, ja gut, in X-Frame, ja, da kann ich irgendwie gerade gar nichts sagen. Ach komm, was habe ich denn da wieder gemacht? Kann ich ja halt die Handelszeit begrenzen. Das heißt, vorausgesetzt hier meine Bastelversion kann das auch. Ja, das kann ich ja zum Beispiel sagen, ja, 15:30 Uhr, da fang erst an zu zeichnen. Ja, und dann sieht man es halt auch. Ich mache mal hier das Volumen aus. Quatsch. Die Glocken aus. 15:30 Uhr bis 22 Uhr. Ja, und dann kriege ich zum Beispiel halt hier mit dem X-Frame auch nur entsprechend die Bereiche halt angezeigt. Ne? Also die jeweiligen Kerzen beginnen dann halt hier erst, ne? Und enden dann halt entsprechend. Damit kann man es erst zumindest mal im Behelf, ansonsten, wie der Timo dann gesagt hat, hier mit T-Toolbox. So, jetzt müssen wir dann auch leider zum Schluss kommen, weil ich habe hier echt noch ein bisschen was auf dem Schirm heute Abend, was ich hier noch fertig machen muss. Von daher, aber wir haben es ja auch jetzt durch soweit, ne, Nelson? Ja, wir haben alles geschafft. Gut, alright. Dann sage ich an der Stelle schon mal Dankeschön, dass ihr alle so zahlreich dabei gewesen seid. Und ja, Überstunden mache ich sowieso. Hier schreibt der Stefan gerade. Ja, was willst du noch machen? Ne? Also Corona-Zeiten, Köln jetzt lustigerweise auch noch Ausgangssperre. So, und gut, unter der Woche fällt das jetzt nicht so wahnsinnig auf, aber das Schöne ist ja natürlich, wenn man viel zu tun hat und dann kommt man irgendwie auch gar nicht erst auf dumme Gedanken. Und schon gar nicht irgendwie hat man das Problem, dass man sich mit Langeweile auseinandersetzen muss. Von daher alles gut. Wie man ja auch vorhin gesehen hat, ich schlafe ja auch zwischendurch mal. Ich bin tatsächlich ein großer Verfechter von
Powernapping am Nachmittag. Man soll sich aber dann halt auch schon irgendwie den Wecker laut genug stellen, damit man auch innerhalb des Webinare nicht auf den letzten Drücker reinkommt, so wie es dann heute passiert ist. Also dafür nochmal sorry, dass ich am Anfang da ein bisschen gehäddert habe, aber ich habe es ja jetzt dann auch dafür ein bisschen was hinten dran gehangen und ich hoffe, die Antworten waren soweit zufriedenstellend. Also danke für eure Fragen. Freue mich aufs nächste Mal, aber der Nelson hat das letzte Wort. Danke. Super, ich habe zu danken, Dirk, und ja, Feedback im Chat kannst du ja auch lesen. Ganz viel, auch viel Dankeschön, und Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Ich bedanke mich für die Teilnahme, wünsche noch einen schönen Abend und natürlich eine erfolgreiche Woche. Wir haben wieder nächste Woche Webinar mit Dirk, und zwar zum NFP. Und ist ja letzten Monat leider ausgefallen, deswegen umso mehr freue ich mich dann. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, ciao.